Was hast du gemacht? Du hast gewunken im Monitor? Das ist Propaganda, das ist ein Gerücht, das ist niemals wirklich geworden. Dann sagen wir doch mal Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ich bin der Tumarok, da ist der Kura neben mir. Schönen guten Tag. Und der versucht mich zur Papierfabrik zu bringen, weil er weiß genau, wo die ist. Das ist Propaganda, das stimmt genau, nicht. Genau wie das Winken. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ich hab's mit drauf. Also Aufnahme? Klar. Du Lump, du machst gar nicht aus, wenn du sagst, du machst aus. Jo, das mache ich. So, wo ist sie jetzt? Keine Ahnung, Xenonebelstraße und, naja, kann man das noch Wiese nennen? Ich glaube nicht. Du brauchst auf jeden Fall nicht mehr mähen. Also nicht so oft auf jeden Fall. Nee, da ist ein Haus. Großartig. Da auch. Da hinten, nee. Da war, glaube ich, könnte das die Ölfabrik gewesen sein? War sie nicht. Kings Dings? Ja, aber hier ist auf jeden Fall Messing. Oh, das ist auf jeden Fall eine... Guck mal, da der große Turm über dem Haus, das ist eine Fabrik. Sekunde, ich hole mal hier so und so und was? Das ist entweder Essen oder Munition. Ach, da drüben. Also, Waffen. Ach, die Hütte. Ja, könnte sein. Die ist so, weil... Guck, große Türme. Ja, guck mal nach, was da dran steht. Ach, ich bin überladen. Ich muss gleich mal ausladen. Mein Kram. Da hab ich gerade ein Geier auf dich zu. Der macht hier mal weg. Nee, er fliegt ja auf dich zu, nicht auf mich. Wieso fliegt er auf mich zu? Wo ist denn hier ein Geier? Hallo? Nee, guck nach oben. Es ist eine Futtermittelfabrik. Das heißt Essen. Ja, das nützt uns aber auch nichts, weil da kein Papier drin ist. Nee, aber hier im Mülleimer war ein Shotgun-Buch. Oh, cool. Guck ich den nächsten Mülleimer auch rein? Ja, ist Blei drin. Oh, siehst du. Blei ist aber kein Messing. Ich habe aber Messing gefunden. Das ist gut. Dann haben wir jetzt keine Probleme mehr, oder? Nö, alles gut. Dann ist ja gut. Ja, dann teilen wir den Segen wie diese Patronen, die wir daraus gemacht haben, in zwei Teile. Dann hat jeder die Hälfte, ne? Du meinst, das funktioniert? Nee. Okay. Gleich meckert er wieder rum. Da ist hier Tatsache kam mir der richtige Hinweis, dass ich meinen Rucksack leer machen soll. Aua! Blödes Was? Vogel, blödes Vogel, blödes Vogel. Mann, ich Was macht der denn? Sag mal, ich treffe das Viech nicht. Ich hab gesagt, ich treffe dich. So, drück mal raus deine Federn. Wie brauchst du mich? Mehr. Mit Fliegen ist erstmal nicht. Hast ihm die Flügel gestutzt. Sozusagen. Oh, hier ist ein Stromdings-Hilfsapparat-Kabelzieher drin. Hier ist der magische Pfeil schon wieder. Der magische Pfeil schon wieder? Ja, der magische Pfeil ist hier schon wieder. Hier. Der magische Pfeil. Guck ihn dir an. Hast du wieder ins Auto gepiekst? Ich mach da mal ein Bild von. Ich sehe keinen magischen Pfeil. Nee, siehst du nicht? Nee, beschreib mal ein bisschen, wo der ist. Direkt hier hinten am Auto. Kannst du ihn nicht sehen? Nö. Ich kann ihn aber auch nicht nehmen, komischerweise. Cool. So. Du sagst also, sollen wir da rein oder sollen wir nicht rein? Ja, es ist 1752. Essen kann man nicht so gut schießen, ne? 1752. Das ist durchaus auch ein Argument. Oh, hier Patronenhülsen. Boah, cool. Nun geht's rund. Aber ich hab die irgendwo gesehen, das weiß ich. Oder war es im anderen Spiel? Das kann ich dir nicht sagen. Oh, hier Messing und Patronenhülsen. So viel auf Mal. Das Quietschen ist nicht, das ist normal, das ist mein Hund. Also ich guck mal kurz auf die... Wir waren auch wirklich noch lange nicht richtig drin in dem Schuppen, in dem Laden hier, ne? Aber ich hab die gesehen irgendwo, ganz sicher. Das weiß ich. Okay. Aber hier ist auf jeden Fall, eine Kurve. Da, mir ist auch ein bisschen ein Auto.
mit einer Blei-Pokal-Geschichte. Und gib uns Messing. Ein bisschen. Oh, Hund! Ja, ich weiß, zwei. Nee. Kopfloser Hund. Aber warum ja, denn? Weil ich dir den da auf die Straße legen wollte. So, Papier. Schießpulver. Da vorne ist noch ein großes Haus. Das große blaue Haus. Das ist eher ein großes blaues Dach und ein kleines Haus drunter. Okay. Oh, Mist. Sieht aber nicht nach, nee. Alter, was ist denn hier los? Was ist das für eine Hütte? Das war die drin, wo du letztes Mal verkloppt wurdest. Ah, richtig. Was machst du da mit dem Geier? Fangen spielen? Ja, aber... Ich weiß, der verfolgt uns noch. Ich habe ihm genau im Auge. Aua, aua, aua. Ich fühle mich gerade wie das Quietschhähnchen. Ja... Sorry, aber es nützt, kann ja nichts ändern. Kann ich nichts dran machen. Oh, hier, Kirche. Gräber. Oh, Gräber. Ja, wir müssen jetzt irgendwie raus hier. Da ist noch einer mehr. Mutti. Oh. Vögelchen. Oh, danke. Bitte. Aua. Oh, warum rennst du denn? Gib mir deinen. Locker, locker, locker. Ganz locker. Gestorben wird später. Oder jetzt. Oh, Messing. Sag das dem Zoppel, Philipp. Zeig ihm, wo die Hake ist. Oh, da war mal ein Auto. Zurückgelassener Lehrer. Müll. Oh, hallo. Ja, 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 ja. Oh. Hoppala. Sorry, das war echt nicht mit Absicht. Ich musste mich nur selber schützen. Weißt du? Das sagen sie alle. Ui, ui, ui. Ich glaube, da drin ist Leben. Solange wir da drin leben müssen, dann kann ich ja hier draußen ruhig looten. Ja, machen wir. 15 Blatt Papier. Ich glaub's ja nicht. Wow. Ich habe im ersten Grab sofort lila Farbe gefunden. Also das Wichtigste, was man finden kann in so einem Survival-Game. Lila Farbe. Das ist unfassbar. Ja, unfassbar. Oh, fertige Munition. Thea, das Viecher ist schon tot. Ich weiß es bloß noch nicht. Nee. Oh, sie läuft. Sie rennt. Warum rennt sie denn? Ja, warum rennt sie denn? Hey. Na, komm mal her, pass mal auf. Oh. So. Es ist grün. Es ist grün. Warum ist es denn grün? Es ist grün. Nein, furchtbar. Warum bist du denn grün? Warum ist daneben die Orange? Ah, wie orange. Oh, pass mal auf. Ich mach mal hier genau. Zack. Wer war das? War das ein Vogel? Oh Gott, ich bin voll im Hallos hier. Hilf! Du sollst nicht laufen! Hey, bist du? Was machst du denn da? Ich hab ihn mal kurz... Ich war ein Stressmensch. Ach kurz so. Mal, Sekunde. Der ist ja schön am Farmen, weißt du, und ich muss hier mich um diesen ganzen Ärger rum kümmern. Bleib doch mal stehen, ich kann dich nicht treffen. So, jetzt aber. Ich besorge Munition. Ich meine, ich kann das auch sein lassen. Nee, mach mal weiter. Hier ist noch ein Vogelnest, was du nicht gelootet hast. Leeres Sarg. Ach ja, ich buddel mal ein bisschen mit, wa? Habe ich denn eine Schaufel überhaupt?
Oh ja, tatsächlich. Ich hab eine Schaufel. Gib mir da den Saft. Hey, hier, warte mal. Da. Wow, ich bin reich. Munitionstechnisch. Uhu. Ich glaub's ja nicht. Oh, hier ein Loch. Wow. Auf jeden Fall Blei. Blei habe ich hier noch gar nicht gefunden, glaube ich. Aber sonst jegliche andere Variante von Munition. Mhm. Und Munitionszubehör. Öl. Öl ist ja auch nicht ganz ohne. Da war der Ninja-Looter wieder vor ihm da. Schrutz. Zova. Aua. Schieß doch nicht in meine Richtung. Stimmt. Warum tue ich das überhaupt? Das weiß ich nicht. Boah, mich erschrocken. Meine Güte, du. Deswegen habe ich dich gewarnt. So. Wupsa. Ui. Nee, ich wollte bei dir nicht wohnen. Ich höre sie doch. Die sind doch schon wieder irgendwo hier irgendwo treffen oder sowas. Oh, Farbe. Was hast du gehabt? Pinke Farbe oder sowas? Lila. Ja, lila habe ich auch. Ich erkenne ein Muster. Mist, ich bin voll. Ich kann nicht mehr tragen. Das ist nicht schlimm. Ich kann auch tragen. Super, dann trag du mal. Oh, da ist Farbe drin gewesen. Naja, ich wollte es ja nicht so direkt sagen. Du, pass mal auf, ich habe hier ein ganz brandneues. Oh. Genau. Ich kann keine Kohle mehr tragen, da schmeiße ich doch die Farbe weg, um die Kohle zu tragen. Das ist ein Satz. Oh Mann, ich habe echt schwere Füße gerade. Vor allem müssen wir noch ganz nach Hause, ne? Guck mal, was die Uhr ist. Was ist denn die Uhr? Jo, 2048, ne? Ah, ich dachte, das wäre so ein kleines, rundes Gerät, womit man die Zeit misst. Ja, das könnte man natürlich auch benutzen. So, warte mal. Okay. Die raus. Und die auch raus. Und was braucht man da rein? Das und das. So. Warum macht ihr die Nester nicht kaputt? Stimmt. Warum machen wir es eigentlich nicht? Ja, weil wir ja rein theoretisch Respawn haben. Ja, 60 Tage, ne? Sag ja, rein theoretisch. Naja, rein, ne? 60 Tage. Willst du fahren? Du fährst. Ich wusste es. Du kennst den Weg nach Hause. Wo wohne ich denn? Da. Da kann ich mir mal schnell einen neuen Kaffee machen, ne? Aha. Bis gleich. Tschüssi. Das Wasserwerk war das. Das war gar nicht die Ölfabrik, die ich da gesehen habe. Oh! So, wieder da. Mit frischem Kaffee. Ging aber fix. Ja, das kann ich dir sagen. So. Da hast du aber heißes Wasser vorher schon bestellt gehabt. Wupp. Wupp, wupp. Oh, 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 oh. Der hat nur den Sturz abgefedert. Auf, oh. Verdammt. Jetzt mache ich denselben Blödsinn wie du. Vielleicht liegt das an dem Gebiet. Ach so, jetzt ist das Gebiet da schon. Naja. Ich meine, oh, guck mal. Wir können es hier auch aufhängen, wenn es sein muss. Also, wenn du unbedingt möchtest, ich würde dir zugucken. Was? Ja, weißt du doch, hier so... Die letzte Ehre erweisen und so. Ach ja. Warum fährst du nicht der Straße lang? Weil, weiß ich nicht. Können sie alle, ne? Ich dachte eigentlich irgendwo vielleicht eine Abkürzung zur
erhaschen, aber irgendwie glaube ich das hier in diesem Gebiet nicht. Da ist der Vogel immer noch hinter uns her. Ja, und von links kam ein neuer. Ich sehe, da hinten ist noch einer mehr, stimmt. Ja, jetzt hat sie langsam. Nein, er wollte aufgeben, aber nein, der hat sich das doch überlegt. Der bleibt dran. Ich mache jetzt mal hier so ein. Wo er die Ausdauer hinkriegt, ne? Oh, so. Guck mal, hier war schon mal jemand. Ach, tatsächlich. Stimmt, wer, was haben wir denn? Da hat jemand gebuddelt. Wer war denn das? Achso. Ich würde sagen, wir haben jetzt eine 50-50-Chance, wer es war. Tja, du oder das Auto. Oder du. Hm. Oh, die ist aber flott geworden. Ach, oh. Wir haben auch 10 Uhr. Oh ja, ich würde sagen, die hat auch solche Lampenaugen. Die leuchtet. Und die hat ja Ausdauer. Jetzt hat sie aufgegeben. Ja, ich habe dir jetzt nicht so wirklich in die Augen geschaut, weil war jetzt nicht so attraktiv für mich. Na. Ach, was herrlich ruhig, ne? Ist das nicht herrlich? Wunderschön. Oh, der nächste kommt. Lauf, lauf! Der hat's am Magen. Ja, der schleift das eine Bein auch so ein bisschen nach. Guck mal, wir haben hier direkt links den Schatz neben uns. Ja, grab mal. Nee, ich bin am Fahren. Knapp verfehlt. Bitte was? Knapp verfehlt, aber könnte besser sein. Bitte wer? Keine Ahnung, wovon du redest. Nee. Ah, hier sind aber auch Bodenwellen. Furchtbar, ne? Was sage ich dir? Mitten in der Nacht. Mach mal Licht an vom Auto. Oh, jetzt alter Freund, was sehen wir richtig? Hat er mal fährlich angeschmissen hier. Ich hoffe, ich blende keinen, der mir entgegenkommt. Ah, ich glaube, so viel Verkehr ist hier nicht. Hält sich in Grenzen. Ja, es scheint eine ziemlich teure Mautroute zu sein. Ja, und ich glaube, wenn du hier ein Abschleppunternehmen aufmachst, gehst du pleite. Ja. Aber das auch nur, weil hier so viele unwahrscheinlich gute Autofahrer in der Gegend wohnen, die einfach nie eine Panne haben. Nee, oh, ist nett. Ja. Einer geschlafen, hätte ich gesagt. Hm. Hallo, Katra, guten Abend. Hi, Katra. Alter. Jeff, das war ein bisschen Stoßdämpfer, ne? Ja, das geht ab voll in den Rücken. Schön, dass du reinguckst. Wisst ihr, der Katral wurde doch nicht gelöscht. Nee, er ist mit drin. Nicht? Multi. Eingeben, dann kannst du sehen. Da hinten ist noch jemand gewesen. Oh. Kommen wir dann nach Hause? Vor morgen früh vielleicht? Vielleicht. Und dann müssen wir gleich wieder zurück morgen. Nein, wir müssen diese. Irgendwo muss diese blöde Papierfabrik sein. Irgendwo muss sie sein. Oh, Messing. Nee, da nicht. Die sind so bös leer. Das ist aber ein Zickzack-Kurs hier. Furchtbar. Hier war auch schon mal jemand. Tja. Bloß wer? Keine Ahnung. Hm. Vor allen Dingen so kurz vor zu Hause. Echt, ne? Ja. Ist das ein Müllsack? Ja. Ich dachte, es wäre ein Hund. Ist auch ein Müllsack. Hund ist auch ein Müllsack, klar. Naja, so ähnlich. Waren wir eigentlich schon im Bunker? Bestimmt, ne? Da waren wir schon drin, ja. Da waren wir schon. Plops, da ist die Hütte. Sweet Home! Soll ich jetzt mal versuchen, mit Schwung ins Garagentor zu fahren? Wird nichts werden. Okay. Hier ist doch ein bisschen stabiler, das Gerät. Wo ist bloß diese... Ich hab die gesehen irgendwo. Dann müssen wir morgen die Map mal abfahren. Irgendwo wird die sein. So, die Hütte.
Hüpf. Also, ich bin voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ich habe mir schon voll gemacht. Ja, Andi, da gebe ich dir recht. Die Chance liegt nah bei 100%, dass es einer von uns beiden war. Oh. Genau, Katral. Thea gibt alles. Hier ist schon wieder. Wenn ich das Plank Fiber schon sehe, ne, da kriege ich schon. Was denn jetzt wieder? Das selbst im Jeep Plank Fiber. Da ist ein Meckersack, ne? Das ist furchtbar. Ja, weil das triggert mich, weil egal wo du reinguckst, überall findest du das. Und das sind immer so niedrige Stacks, das machst du doch absichtlich. Da bin ich mir ziemlich sicher. Niemals. Nee, genauso wie mit Farbe und Pinsel. Genau. Was haben wir denn noch hier für ein Mist drin? Öl? Wo ist ein Öl? Hast du hier den Deckel zugemacht? Nee. Ja, ist wieder die Backtür. Ist zugefallen. Das Gelenk konnte nicht halten. So. Was? Wie ist das denn? Motor. Ganze Sätze wären cool. Motor. Habe ich in die richtige... Das ist auch kein ganzer Satz. Den Motor habe ich in die richtige Kiste gelegt. Juhu! Ja, jetzt habe ich noch Ersatzteile für Waffen. Die tue ich mal in die Ersatzteile für Waffenkiste rein. Juhu! Gut, jetzt habe ich noch Knochen, die tue ich in die Knochenkiste rein. Wir haben keine Knochenkiste. Haben wir nicht? Nee, wir haben eine Kiste, wo Knochen drin sind, aber wir haben keine eigene Knochenkiste. Weißt du was? So klug über das letzte Wort, ne? Ja, komm. Ey, wenn du mir eine Vorlage gibst, muss ich sie nehmen. Typisch Fußball. So, Blei. Blei ist da. Ganze Sätze bitte. Ist ein ganzer Satz gewesen. Ja, das war eine Aufzählung. Wollte ich gerade sagen, so. War völlig safe. Mutti Erde kommt in dieser Kiste rein. Jetzt habe ich noch Kaffeesamen. Wir haben Kaffeesamen. Ja, dann drück in der Erde oben. Du bist ein Platz ist noch frei. Du bist der Gärtner. Ich habe damit nichts zu tun. Nichts mit schmutzigen Fingern und so. Bäh. Alles sortieren hier. Was ist ja... Wo hast du denn die Kaffeesamen hingetan? Also nicht in der Nahrungsmittelkiste. Natürlich. Ah, doch da. Ja. In die Nahrungsmittelkiste habe ich die Kaffeesamen reingetan. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das irgendwo in der Mitte einsortiert wird und nicht am Anfang. Beziehungsweise am Ende. Ich habe die einfach reingeklickt. Meckersack. Ich habe doch gar nicht gemeckert. Ich habe doch gar nicht gemeckert. Oder was ist los? Ich bin ruhig! Sowas von! Wer hat denn das Potassium hier in diese in die Munitionskiste gepackt? Ja, das ist doch Munition. Nee, das ist Zubehör. Das gehört aber hier nicht rein. Das gehört in die Munitionszubehörkiste. Nein, hier über die Dingens hier. Weiß das Teil noch? Chemiestation. Verflucht nochmal. Ja. Das hat sich gerade schwierig angehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ich muss das Teil gleich mal wegnehmen, das ist ja furchtbar. Thea, die Wurst ist tot. Oh meine Güte, nochmal zu. Ich weiß gar nicht, wie man da so viel Spaß mit haben kann mit so einem Ding. Das gibt ja auch nicht auf. Das gibt ja nicht nach. Ne? Das muss ja tot zu kriegen sein. Nee, das ist nicht. Oh, nee, das wird gewinnen. Auf jeden Fall. So. So, das hast du jetzt davon. Ich habe die Schatzkarte gelesen. Na toll. Ich bin reich. Quasi. Apropos reich. Oh, verdammt. Der Pilz war noch gar nicht fertig. Hast du alles aus dem Auto raus? Nur so viel, wie in meinen Rucksack passte. Also nicht alles? Nö. Okay. Hallo Auto. Hallo Kofferraum. Zup.
Wenn ich jetzt die Tür von innen zuhalte und eine Horde kommt, bist du ganz schön gearscht, weißt du das? Das ist richtig. Gut, dass ich das nicht mache. Ey, du bist aber auch flink, bist du. Ja. Hast du mal hier manchmal Probleme so mit Angst gehabt und so? Mit wem? Nee. Gut. Nee. Nee. So, Farbe da rein. In diese Kiste. So, Messing. Da rein. In diese Forge. So. Ja, das gute Zeug wird gar nicht erst einsortiert. So, Brot, Essen, Eier. ich habe hier noch Bauplan, Tragschrauberzubehör. Das habe ich schon. Mist, den Apparat müssen wir auch mal bauen, ne? Den? Diesen Tragschrauber. Was ist ein Tragschrauber? Ja, dieses Hubschrauber-Ding. Baue ich nicht. Doch, den muss ich ja jetzt. Ja, dann sieh zu, dass du es hochgelevelt kriegst. Ah, ne, wenn du das Rezept gelernt hast, kannst du es ja bauen. Warte mal. Da brauchst du ja Intelligenz nicht. Wie heißt das Ding? Tragschrauber. Tragschrauber kann ich bauen, ich kann. Tragschrauber-Zubehör kann ich bauen, aber ich kann Tragschrauber-Fahrwerk. Fahrwerk, was braucht ein Fahrwerk dafür? Quatsch. Brauchen wir nicht. Aber was bitteschön an Gyro heißt Trag? Ich keine Ahnung. Hm. Ich weiß nicht. Ich keine Ahnung. Munition, Eisenbolzen für Armbrüste. Oh ja, die sind ganz wichtig. Die müssen wir lagern. Ja, Andy, den Strom hätte ich schon einschalten können. Das wäre aber schon irgendwie ein bisschen arschig gewesen. Hättest du machen können, aber das hätte nicht funktioniert, weil da ist ja. Wer weiß Bescheid. Ist ja nicht angeklemmt. Da fehlt ein Käbelchen. Aber ich hab's ja nicht gesagt. So. Hattest du das Auto jetzt leer? Ja. Ich bin gerade am Reinsortieren. Damit du hier nicht weißt du? Okay. Ich hatte echt im Gefühl gehabt, dass das viel mehr Munition war, die ich gesammelt hatte. Ich weiß nicht, was du alles in der Tasche hast. Ja, ein Stack. Aber ich dachte, ich hätte mehr gesammelt, weil den Stack hatte ich vorher auch schon. Okay. Was habe ich denn jetzt Munition? Ich habe hier 118 7mm und 84 9mm und 150 Schrotflinte. Okay, dann war es also einfach nur gefühlt viel mehr, als es tatsächlich war. Ja. Ich habe auf jeden Fall noch eine ganze Menge Federn hier. Ja, da habe ich noch starke 30. 173. Aber wir haben ja auch noch Pfeile, ne? Nee, haben wir gar nicht mehr. Bin ich blind? Doch, da klar. Die Pfeile sind ja auch noch. Ach, locker flockig. Grober Schrot. Das brauchen wir für unsere Schrotpatronen. Richtig? Richtig. Gut. Dann brauchen wir dafür Papier und Schießpulver. Schießpulver müssen wir aber auch noch jede Menge haben. Ja, Papier haben quasi. Wir haben nur 40 Papier. Echt? Wir haben echt nicht mehr? Ja, Papier habe ich nicht viel gefunden. Das gibt's doch gar nicht. Wo ist das? Hier ist auch noch Munition. Schrotflinten, Türöffnergeschosse. Oh, cool! Türöffnergeschosse, die habe ich noch nie probiert. Ach, der brennt ja auch nur noch 200 Minuten Sprit. Aber egal. Schießpulver kann man schon mal ansetzen zwischendurch. Genau, so eine Idee, also Papier, ich verstehe nicht. Sonst haben wir tonnenweise Papier gehabt, ne? Naja, da wir das andere Zeug nicht haben, haben wir viel Schrotze-Zeug gebaut, ne? Und da wir keine gescheiten Schrotzen haben, haben wir auch, sagen wir mal, Zielprobleme. Aber jetzt habe ich doch da was gesehen. Warum sind hier Casings drin? Schrotflinten-Munition, die muss ich da, okay. Wo waren Casings drin? In der Chemiestation-Kiste. Ja, die habe ich da reingeschmissen, weil das ist ja Munitionskrabs. So, 40 Schuss mache ich, das ist natürlich jetzt gewaltig. Ja, die 40 Schuss machst du aber an der Werkbank, nicht an der Chemiebank.
Stimmt. So, Papier. Das ist so ein Thema, ne? Papier. Wieso finden wir kein Papier? So eine Zeitung oder sowas. Die wäre da echt mal cool. Oh, so eine ganze Zeitung. Naja, so eine also eine Zeitungsdruckerei. Verleger oder sowas. Das wäre cool. Oder eine Bücherei. Ist natürlich im Internetzeitalter ist auch scheiße, ne? Mit den ganzen Newslettern, ne? Merkst du das Problem? Furchtbar. Gibt's keine Zeitungen mehr. Furchtbar, ja. Scheiße, wir sind in der nächsten Zombie-Apokalypse, sind wir am Arsch mit unserer Digitalisierung. Aber sowas von. Gibt kein Papier mehr. Ich habe hier drei MP3-Sticks. Können wir die brauchen? Die sind voll. Ja, werf direkt ins Auge. Genau. Pix. Super, hat geklappt. Wildbreteintopf, cool, du kannst Wildbreteintopf, ist ja der Wahnsinn. Das sah gerade aus wie ein Toast, das du gegessen hast. Naja, also das ist auch so ein bisschen, da fehlt noch so ein bisschen Salz, ne? Bisschen Fahrt, das Ganze. Warte, ja. Blut ist salzig. Lass mich eben ein bisschen Salz abzapfen. Blut ist nicht salzig, das schmeckt metallisch. Okay, dann lass mich Angstschweiß abzapfen. Los! Schwitz, du Sau! Mach! Ach, mein lieber Freund. Aber weißt du was? Ja, ich weiß ganz genau, dass ich meinen Wildbrät-Eintopf nicht mit Angstschweiß von dir würzen möchte. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist so der Titel für die nächste Folge, ne? Wir würzen unser Essen mit Zova. Genau, richtig. Okay, warte, dann gib mir ein Stück von dir. Warte, ich nehme auch das hier, das desinfizierte Messer. Ach so, ja klar, richtig, dann spritzt das nicht so. Der gibt auf jeden Fall keine Entzündung. Nee, der kann nichts mehr zünden. Nee. Aber trotzdem, ne, die Zeit ist gleich wieder durch. Also, ne, wir haben gleich wieder, ne, auf Tour. Deswegen sagen wir noch ganz fix mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare und traut euch mal was zu schreiben. Und dann, wie gesagt, wenn euch das gefallen hat, dann auch ein Abo, nicht? Guten Morgen. Und die Glocke nicht vergessen, genau. Ne, weil wegen Erinnerung und YouTube ganz Zeugs richtig. Und sowas, ne? So, ja, hat er wieder, ne, alles abgelesen. Und warte mal, wie heißt das noch? Algorithmus. Algorithmus, ganz genau. Der ist eine Bitch. Tschüss. Was war das denn? Tschüss. Ja, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Denk dran, wieder einschalten. Tschüss.